Sabadee Kap, schönen guten Morgen nach Deutschland. Ja, es geht vorwärts, muss man schon sagen. Es geht jetzt so ein bisschen vorwärts. Thailand öffnet. Und zum 1. November erstmal für deutsche Staatsbürger. Wollen wir hoffen, dass unsere Zahlen nicht hochgehen, nicht, dass wir wieder rausgeschmissen werden aus dem Programm. Noch sind so ein bisschen Wirrwarr. Der eine sagt dies, der andere das. Noch ist nicht ganz klar, wie das mit dem PCR-Test dann am Flughafen ist, wo man das absitzen muss oder wie auch immer. Wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Es geht so ein bisschen aufwärts und deswegen sitze ich jetzt auch jetzt hier im Camp Mai. Ja, sonst habe ich mich ja mal aus der Munity, aus der Stiftungscamp bzw. aus dem Camp Song gemeldet. Jetzt sind wir das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder im Camp Mai. Haben so ein bisschen vorbereitet und jetzt auch für die Öffnung. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel hier, aus Shai, gehen wir darüber, bei Tini, Mi Ban Mai. Also wir haben ein neues Haus gebaut, ja, zum Sitzen, ja, wo dann die Gäste sind. Okay, es gibt wieder Sachen, die werden anders sein. Wir werden ab sofort, also wenn die Gäste sind, dann in der Stiftung essen. Das heißt, es wird hier nicht mehr zubereitet, sondern es wird in der Stiftung, in unserer großen Küche dann zubereitet. Ja, aber wie gesagt, alles so wie bisher, alles frisch, aber wie gesagt, dann in der Stiftung. Haben auch unseren ersten Gast, muss man ehrlich sagen. Jetzt kann man das mal hier rübergeben. Ja, ja, weiß und Kon. Ja, das ist die Heike Grodian. Hallo. Seit vielen Jahren bei uns. Und da habe ich die Nathalie dazu genommen. Ja, die habe ich für 14 Tage jetzt wieder eingestellt. Wie immer alles kostenlos. So, ihr könnt jetzt kommen. Wir sind teilweise im Dezember schon ausgebucht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch Zeiten schon im März, wo ich ausgebucht bin teilweise. Das ist ja schön für uns, aber natürlich für viele, viele Gäste, die jetzt so kurzfristig hier entscheiden. Und natürlich der Urlaubsplan geht erst im Januar los und. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben dann nicht mehr dasselbe, die gleichen Möglichkeiten wie vorher. Im Moment mache ich das alles alleine, auch aus Kostengründen, ja, weil nach wie vor ist es schon sehr, sehr eng mit allem, was dazugehört. Ja. Und deswegen versucht mal zu überlegen, wann ihr kommen wollt, schreibt mich an und dann werden wir versuchen, einen Weg zu finden. Und ich muss einfach sagen, ich muss es auch so machen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, ich kann da nicht. Auch viele Gäste, die viele Male bei uns waren und auch, und das kann ich dann nicht, sondern wer zuerst bucht, bucht zuerst. Ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Oktober. Bleibt bitte alle gesund und was ich immer sagte, und bitte zankt nicht wegen irgendwelchen Scheiß. Kopf den Kap, Sabadee Kap.